Herzlich willkommen zu Let's Play Stardew Valley. Es gibt eine Menge zu tun. Wir müssen uns den Wetterreport anschauen. Hey, morgen schneit's. Oh, ich bin ein bisschen kaputt. Hm, ja. Und wir werden heute Glück haben. Und wir leben auf dem Land und... Squid and Linkot. Keine Ahnung. Ocean Evening, Linkot, Freshwater all day. Ah ja. Okay. Wir haben das letzte Mal ja dieses komischen Glittering-Ding abgeschlossen. Ich habe gesehen, du hast die Schädelkavernen betreten, also diese andere Mine. Gut gemacht. Ich habe eine größere Herausforderung für dich, Kind. Erreiche Level 25, unmöglich für mich. Und ich kriegst einen Berg von Geld. Dein Freund Mr. Key. Oh, den mag ich jetzt schon. Oh, jetzt haben... Wir hatten bloß noch eine Aufgabe. Ach, die darf ich nicht vergessen. Die Delivery. Ja. Was haben wir denn noch? Das und das. Und dann schmelzen wir noch ein klein bisschen davon ein. Ich habe halt Hecke verschnitten und hier in der Bude riecht es nach Essig. Das liegt daran, dass die... gedingst haben, wo ist meine Axt eigentlich? Warum habe ich die nicht dabei? Ach ne, das war ja das hier. Das war ja aufgeteilt jetzt. Hä, wo ist meine Axt? Habe ich die aufgerüstet? Kann ich mich gar nicht erinnern. Wo ist meine Axt? Axt. Wollen wir das doch jetzt nicht fertig? Ah, okay, das geht nach Minutentakt. Ich muss ja diesen Kupferband zusammenbringen. Und ich brauche noch ein bisschen Gelee. Das haben wir eine Steinkiste. Ich muss die vielleicht doch mal einfärben irgendwann. Ah, es sind so viele Sachen zu tun. Man soll am Tag 6000 Schritte laufen. Hallo, Queenie. Die sagt das auch. Und ich habe jetzt fast 10.000 geschafft. Mir fehlen noch 100, dann bin ich mal 10.000. Die werde ich im Laufe des Tages kriegen. So, ich habe mal nachgeschaut, Pommelgranate kann ich hier drin tatsächlich auch finden. Stand aber nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit man die Sachen da findet. Ich werde heute auch gerne auch mal ein bisschen Heu holen, glaube ich. Das wollte ich nicht. Danke. Warum habe ich jetzt 16 rausgezogen? Ich habe keine Ahnung. Mir wurde gesagt, ein Heizer reicht. Aber ich will auch, dass es meine Tiere wirklich warm haben. Ist ja auch egal. Das ist ja eher ein Sparspiel für mich. Aber aus jedem Spaß wird bitterer Ernst irgendwann. Zum Beispiel, wenn ihr eure Tiere schlagt. Ach ja, wir brauchen noch... Oh, jetzt kriegen wir große Milch. Interessant. Ja, wir können... Wir können das fertig machen. Ich habe drauf spekuliert. Weil daneben. Ah, wir können das fertig machen. Große Milch. Was? Ziegenmilch, ja, okay. Milch, eine große Milch, große Ziegenmilch, das wird jetzt alles. Dann würde ich heute gerne das abschließen, dass wir das Gewächshaus bekommen. Wäre mir wirklich eine Freude, wenn wir das heute hinkriegen. Und ich würde gerne Heu holen. Obwohl, das kann ich auch morgen noch machen. Die Tage, besser gesagt. Ja. Da freuen sie sich. Ah, okay, Eier sind alle oben, das ist gut. Die gute Entenmayonnaise, die ordentlich Kohle bringt, die wir auch brauchen.
Hätte ich das Heu eigentlich drin lassen können, fällt mir gerade so ein. Geh mal weg. Wie steht's eigentlich um euch? Donald, oh, der ist schon recht glücklich. Henny ist auch sehr glücklich. Mensch, das wird ja langsam. Ja, ihr Glücklichen. Ich bringe jetzt erstmal kurz Sam seinen Copperbar, sonst ist er nämlich weg. Ich kenne den Typen doch. So, ich glaube, im Winter wachsen die ganzen Bäume einfach überhaupt nicht. Ihr werdet es mir eh sagen. Aber ich gehe irgendwie gerade davon aus, weil irgendwie wird das nichts. Vielleicht warte ich noch ein bisschen mit dem Heu. Das hält ja noch ein paar Tage. Ich würde bloß unbedingt jetzt zu Sam. Sorry, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Das geht irgendwie nicht ganz weg. Yay. Sam. Ach Mann. Sam macht eine Menge Lärm mit dieser Musik. Ich hoffe, er stört nicht die Nachbarn. Ach, da ist eben bloß die anderen neben dir. Jess, hast wirklich wilden Pferderadieschen? Hat sie mir erzählt. Ja, und du bist auch nicht glücklich darüber. Stehst mir im Weg. Oh Mann, es steht ja Arsch hier die ganze Zeit rum, oder was? Ich besuche mal meine Freundin. Da war ein Regenwurm, ich habe sie genau gesehen. Na Heidi, wie geht's dir? Ja, ich schreibe, ich habe gerade begonnen, eine Liste zu schreiben von allen Sachen, die ich in den nächsten Frühling brauche. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich kein Geld habe. Ja, und ich habe überhaupt kein Geld, weil die Emily nicht arbeitet. Boah, diese blöde Kuh. Emily ist doch so nett. Und nicht da. Nett und nicht da. Oh, tut mir leid, ich wollte ihn nicht erschrecken. Sag Emily, dass ich da war. Natürlich ist es ein Buch. Irgendwie finde ich gerade bloß noch Bücher, kann das sein? Ach, wie lange macht denn der da rum? Wir haben eh nichts Besseres zu tun gerade. Kann ich auch noch ein bisschen angeln. Ich meine, es bringt nicht die Welt, aber... ein bisschen was ist immerhin. Ist das nicht schön entspannt? Ich muss tatsächlich sagen, das ist gerade sehr entspannt. Ui, wie war das entspannt? Nein! Das war bestimmt eine Gurke. Sehr entspannt. Ich frage mich, wie lange der Typ da oben musizieren will. Ja, sowas ist okay. Oh, ein Tiger Trout. Mann, komm aus dem Scheiß... Danke. Drohen hilft. Das war doch ein Kupferbahn, oder? Yep. Das ist den Ärger irgendwie gar nicht wert, habe ich das Gefühl. Ein, was müssen wir noch kurz nachschauen, und zwar gibt es ja diesen tollen Wagen hier hinten. Ich habe gesehen, dass da zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit immer unterschiedliche Sachen spawnen, nach Jahreszeit und auch per Zufall. Und da könnte ich auch Glück haben, dass ich dann eine Pomegranate finde. Und wenn ich die dann finde, dann würde ich mir auch gleich eine kaufen, auch wenn es teuer ist. Geld haben wir ja jetzt, aber... Oh, hey Jess, wird das nicht kalt irgendwann? 1, 2, 3... Oh nein, ich habe mich verzählt. Oh, der ist gar nicht da heute. War doch da, oder? Ja, heute nicht da. Natürlich schon wieder Buch. Lehm und Bücher. Ich würde einfach sagen, wir gucken einfach jeden Tag mal, wenn ich meine... Axt wieder gefunden habe. Ich glaube, die habe ich bei Clint gelassen. Bin ich mir ziemlich sicher. Dann würde ich einfach sagen, gehe ich einfach früh direkt da runter erstmal. Dann kann ich auch direkt nachschauen. Ja. Und so wird es dann langsam.
Verkauf mal. Erstmal alles wieder weg. Würde ich sagen, verkaufen wir mal was. Gut, der Rest kommt jetzt mit hoch. Aber ich würde doch erstmal zu Clint gehen. Ich hätte gern meine Axt wieder. Ah, hi Pam. Ach ja, da möchte ich aber jetzt gerade nicht hin, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich meine Axt verbessert habe. Habe ich die verbessert? Jetzt mache ich mir langsam Sorgen. Wo habe ich meine Axt hingeschmissen? Die brauche ich. Ich würde gerne erst meine Axt suchen. Hey, damit habe ich noch nie gerechnet. Also ich habe... Oh, einen Krokus. Dass man, dass ich meine Axt verliere, hätte ich jetzt so nicht bedacht, dass das passiert. Guck einfach mal erstmal überall rein. Ach, ich bin doch blöd. Okay. Jetzt gehe ich zum zum Dingens. Hoch zum Stadtzentrum und ich habe tatsächlich nur noch 7 Sachen abzugeben, laut meiner Liste hier. Und davon kommen jetzt 2 wieder weg. Das heißt, wir haben noch 5 Sachen, die wir brauchen. Davon ist eins ein Apfel, eins eine Pomegranate. Ja, morgen haben wir das Gewächshaus. Käsepresse, na toll. Ich hätte nie gedacht, dass das überhaupt mal so weit geht. Wenn wir hier fertig sind, werden wir zur anderen Welt zurückkehren. Boah, das ist ja cool hier. Kann ich hier was klauen? Ich meine, Gewürzregal, Vorräte. Das ist doch mal ein Stadtzentrum. Wohnt dann, ich frage mich, ob hier dann jemand einzieht. Es gibt hier eine Küche, es gibt ein Vorratslager, es gibt ein Spielzimmer. Ziemlich cooles. Ich frage mich, also aus meiner Sicht ist das auch viel zu groß für ein, also auch nicht. Das ist mehr ein Wohnhaus aus meiner Sicht, ein Arbeitszimmer. Ja. Dann bloß noch die Sachen. Hier braucht man noch den Red Gabbage. Hier brauchen wir die Trüffel. Braucht man den Apfel, da könnte man Glück haben. Den kommt man und eine Pomegranate und den Rabbit's Food hier halten. Ja, ich glaube, an der Pomegranate wird es am längsten hapern, wenn wir keine kaufen können, zufällig. Jetzt hole ich Hartholz und dann schauen wir mal weiter, was wir an den Tag machen. Ich muss auch demnächst mal tatsächlich wieder... Ich sollte in die andere Mine reingehen, glaube ich. Ah, wer hat als nächstes? Also, wegfahren können wir auch nicht mehr. Pam ist ja jetzt wieder da. Ich habe mir die Mühe gemacht, diese ganzen Käsepressen zu machen und... Ja. Ach ja. Jetzt kriegen wir aber eine da hinterhergeschmissen. Hauen wir es doch lieber hier rein. Davon brauchen wir noch viel, viel mehr. So, jetzt hole ich mir mein Hartholz. Und dann haben wir den Tag auch schön verschwendet, habe ich das Gefühl. Wir haben auch noch ziemlich viel Energie, aber was soll's. Ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Aber wir haben
Das Gewächshaus fertig gekriegt. Ich muss sowieso gleich mal einen Gang runterschalten. Ich will das Spiel ja eigentlich nicht durchkloppen. Wir sind noch im ersten Jahr. Darüber sollte man vielleicht mal nachdenken. Und ich habe jetzt schon fast alle Gebäude, glaube ich. Yay, noch mehr Lehm. Homo, das Hartholz, das braucht man eh für die großen Gebäude. Und Hartholz kriegt man nirgendwo anders her, außer hier. Kaufen geht leider nicht. Holen wir uns halt noch ein paar mehr Mistelzweige, ist doch egal. Ach ja. Mir wurde gesagt, den Red Cabbage, das ist rote Beete, aber das... Laut Internet ist das nicht so. Ich habe nachgeschaut, was genau das ist. Das kann ich im Sommer anbauen, das Zeug. Bin sowieso mal gespannt, wenn ich jetzt den... Mist, das wollte ich verhindern. Den Kampfskill irgendwann auf Maximum hab. Oh, die Dinger droppen. Droppen. Drop it like it's hot. Droppen Jade. Noch mehr Hartholz. 12 Stück. Genauso wie immer. Ich würde sagen, wir können noch ein bisschen was auf unserer Farm dem Erdboden gleich machen. Einfach ein paar Bäume wieder umholzen. Ich meine, wir haben genug Holz, aber trotzdem, wenn ich anfange, Fässer zu machen, werden wir das Zeug bestimmt brauchen. Da werden wir eine Menge Holz brauchen. Und vor allem, wenn ich jetzt das Gewächshaus habe, werde ich erstmal eine Menge Saat ausbringen. Auch die Kaffeebohnen würde ich gerne ausbringen. Die Kaffeebohne. Ein Glück haben wir jetzt endlich genug Stein. Ich habe mir echt schon Sorgen gemacht, ob wir je genug Stein haben werden. Nein, habe ich nicht. Andererseits, ich kann den Stein ja auch relativ schnell verbrauchen. Ich brauche bloß ein paar Dinger, ein paar Stufen machen und schon ist der ganze Stein wieder weg. Das hatte ich eigentlich nicht vor, das wollte ich eher. Machen wir lieber so, nicht, dass es hier ins Wasser fällt. Ja, schade um das ganze Zeug. Es sind noch etliche Bäume, die wir wegmachen müssen. Und dann müssen wir in Zukunft ein bisschen darauf achten, dass es auch so bleibt. So kriegen wir wenigstens unser Foraging-Skill ein bisschen höher. So mega anstrengend anscheinend. Da geht die Energie immer ratzfatz weg. So, hier die kleinen Bäume weghacken. Brauchen wir alles nicht. Scheißer Weltklima. Ja, ein noch. Danach wird vielleicht auch noch zwei. Danach wird unsere Energie eh am Ende sein. Vielleicht den auch noch. Ich habe das Gefühl, mit einmal kriege ich von denen so viele. Alles voller Äste hier. Ja, jetzt sollte ich ins Bett gehen. Der war ärgerlich. Der hat mich geärgert. So, jetzt lernen wir noch unsere Taschen. So wie wir es auf dem Schulhof gewohnt sind.
erstmal auf dem Schulhof kommen und ausgeraubt werden, das kennt jeder. Waren aber nicht so viele Steine wie erwartet. Oh, jetzt haben wir schon wieder sehr viel mehr. Ich glaube, den Einstick hau ich, Stack hole ich vielleicht mal hier runter. Da wird da einen hoch. Machen wir einfach die vollen Stacks hier runter. Wenn wieder einer voll ist, kommt es wieder runter und so weiter. Wir könnten diesen Yoba-Ring machen, weil Iridium kann ich nochmal einschmelzen. Aber das mache ich erst, wenn ich den letzten Skill habe. Fürs Kämpfen, weil... Ach, weg damit. Ich hätte gerne den höchsten Skill fürs Kämpfen. Vielleicht gibt es da noch einen besseren Ring und dann wär's, würde ich mich vielleicht ärgern, wenn ich Iridium dafür verschwendet habe. Yeah, heilende Pfütze. Die reparieren alles. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich sie überhaupt noch fertig kriege. Ah, 190. Oh, die Dinger sind auch einiges wert. Ah, die zwei Fische. Oh, die Tiger Trouts, Wahnsinn.